Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit der Kampagne von Star Wars The Clone Wars Lichtschwertduelle. Heute wird das Druidenlabor der Separatisten mit meinem Lichtschwert zack, zack, zack zerlegt. Ich hab richtig Bock drauf, auf geht's. Eine neue Bedrohung. Die Klonaufklärung hat eine gefährliche neue Geheimwaffe entdeckt, die in einem mysteriösen Labor der Separatisten gebaut wird. Anakin Skywalker entkommt der feindlichen Sternenflotte und findet das versteckte Labor tief im Outer Rim. Er kämpft sich bis ins Innerste des Schiffes, wo er mit der schlimmsten Angst des Jedi-Rates konfrontiert wird. Was? Die schlimmste Angst des Jedi-Rates? Doch was ist es? Eine Magna-Wache? Hä? So viel Wirbel um einen Droiden? Okay. Die Super-Magna-Wache, oder was? Jo, der hat zwei Lichtschwerter. Der sieht cool aus. Okay, der ist mir aber gänzlich unbekannt, Leute. Dunkler Stoß. Ja, komm, der kann doch nichts. Und Anakin hatten wir jetzt die letzten paar Male nicht mehr, aber ich behaupte, ich bin mittlerweile richtig krass geworden im Spiel. Das könnte ich auch behaupten, wenn ich nicht gerade zerfetzt werde. Mein Gott. Hallo. So, jetzt aber. Und hinten auf den Rücken, jawohl. Und jetzt nochmal den Bam. Yes, nice, Leute. Es läuft doch. Das sieht richtig cool aus hier, das Gebiet. Erinnert mich so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen mit diesen Bodenlupen da hinten an Bespin, aber auch irgendwie an andere Sachen. Und das rumort ja hier auch irgendwie anscheinend richtig rum. Eieieiei, hinten ist irgendwas kurz vorm Explodieren, so sieht das aus. Aber der gute Mann hält mich sehr viel aus, muss man sagen. Das ist jetzt kein krasser Boy. Ja. Gar kein Problem. Da war Dooku aber stärker. Du brauchst eine Feineinstellung. Die Separatisten-Design sieht allgemein cool aus. Auch mit diesen Monitoren da im Hintergrund. Das sieht einfach geil aus, Leute. Können wir hier nochmal vielleicht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte selber gerade. Was passiert mit ihm? Guck mal, der kriegt die ganze Zeit schon. Ja, nice. Die Stage ist auf meiner Seite. Nein, ich wollte doch gerade das Dings werfen. Ja, Kai-Korruption? Was zum Teufel? Man kann einfach in diesem Lichtspiel so schlecht Kisten werfen. Okay, wir kümmern uns ums Lichtschwertduell, nicht ums Machtduell. Es ist anscheinend der Weg der Macht, der mir sagt, mach das. Oh, ab geht's mit dir in die Gewürzminen. Das, was Anakin sagt. Das, was Anakin sagt, wird getan. So, jetzt nochmal den Zustecher. Ah, shit. Ich hätte lieber ausweichen sollen. Okay, Leute, diesmal läuft's nicht so gut, aber die Map hilft mir wieder. Die Map hilft mir wieder und da kommt der Uppercut. Einmal den Sprung rüber. Komm, Anakin. Yes, geil. Komm, er muss auf diesem Feld stehen bleiben im besten Fall. Das war viel zu einfach, du wertloser Schrotthaufen. Okay. Ha! Ich habe mal in einem Schrottladen gearbeitet. Ich erkenne Schrott, wenn ich ihn vor mir habe. Ja, weird flex, aber gut. Du bist geschickt, aber schnelle Servomotoren und schlechte Programmierung reichen nicht, um Jedi zu vernichten. Geil! Ja, nice, läuft auch noch so richtig cool weg, Mann. Super. Ach, das war's. Das war jetzt der Endboss? Der Typ, der lauchige Lauchdroide? Ja, okay, das wundert mich ehrlich gesagt. Es gibt jetzt hier keine weitere Mission. Nee, das ist wieder der Anfang. Alles klar. Gut, dann haben wir noch den Herausforderungsmodus. Wurde geschrieben, ich solle den auf jeden Fall auch spielen. Hier kann man auch Charaktere spielen. Ja, hier ist ja auch er. EG-5-Droide, okay. Ja, der war jetzt echt nicht krass, Mann. Okay, ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal den guten Count Dooku. Mit dem haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht spielen können. Die unteren drei kennen wir ja schon, deswegen. Wir nehmen die Bösen. Oh, fuck, der ändert den Schwierigkeitsgrad jetzt einfach auf Jedi-Ritter. Ey, alles klar. Ich bin begierig darauf, mich zu beweisen, Meister. Ich hoffe für dich, dass du trainiert hast. Sollen wir beginnen? Ich geb mir gleich so aufs Maul, Mann, auf Jedi Ritter. Wer hat denn sich das ausgedacht? Komm her, Ventress. Ich kann mich nichts mehr lehren, Alter. Ah, der kämpft aber geil. Das ist erst der Anfang. Danke.
Ah, verdammt. Ach cool, guck mal, wie die Hand in deinen Rücken packt. Jetzt der Zustecher! Der zu! Verdammt, dann ist das war ja ganz. War ja ganz schwach. Aber jetzt in den Rücken! Mann, ey, die ist krass! Jo, wie weit kann ich denn springen? Jo, wie weit kann ich denn springen? Weißt du, was ist denn mit Count Dooku los? Deine Fehler ermüden mich. Ja. Bam, bam, bam. Und? Nein. Oh Mann, ey. Aber der ist cool. Der ist richtig cool. Komm, jetzt von oben. Jetzt nochmal. Yes, geil. Alter, Count Dooku ist ja mal mega. Der ist strong, Leute. Von wegen Jedi-Ritter wird schwierig. Na gut, Jedi-Ritter war trotzdem vielleicht schwierig vom Schwierigkeitsgrad her, aber... Wir machen das. Angriff der Exakun haben wir abgewehrt. Das ist richtig gut gelaufen. Wir haben auch einen viel größeren Machtbalken, fällt mir gerade auf. Wir sind einfach viel mächtiger als Ventress. Ventress kann ja mal gar nichts. Jetzt kommen wir, jetzt beenden wir es endlich mal. Das gibt's doch gar nicht. Ja, doch gar kein Lebensbalken mehr. Also. Ich muss noch viel lernen, mein Lord. Ich toleriere keine Fehler. Du hast großes Können gezeigt, aber es braucht mehr, um ein echter Krieger zu sein. Viel mehr. Ich gebe nicht auf. Ah, oh, wie können wir denn Machtblitze machen? Das ist mir gerade aufgefallen. Macht das ja mal beim Machtschub vielleicht? Deine ja! Fehler, er kann mich. Machtblitze! Ich bin verliebt in Count Dooku! Das hört sich komisch an, aber. Du weißt, wie ich das meine. Und jetzt. Bam, bam, bam. Wer kann denn noch Machtblitze? Was kann denn da Grievous? Ich bin echt gespannt. Die ganzen Charaktere hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Die dunkle Seite ist halt einfach geiler, Leute. Die dunkle Seite ist halt einfach geiler. Ah. Ah. Mann, Mann, Mann. Leute, wir haben natürlich wieder eine Frage des Tages heute. Und diese ist: Wer benutzt Machtblitze, um Yoda quer durch den Raum zu schleudern? Schreibt jetzt eure Antwort. Verdammt, komm, treff. In die Kommentare. Und am Ende wird das Ganze natürlich wie immer aufgelöst. Ich hätte dich dort lassen sollen, wo ich dich gefunden habe. Ja. Wie hätte ich das denn so schnell schaffen sollen? Ach, mach den Machtblitz. Ey Mann, warum trifft denn der nicht? Okay, diesmal sieht's gar nicht gut aus für uns, Leute. Aber ich bin ja nicht umsonst Count Dooku. Der dunkle Lord der Sith. Oh ja, Mann! Ja, Mann! Das fühle ich aber noch mehr als Obi-Wan, ey. Also, jetzt abgesehen davon, das liegt wahrscheinlich im Schwierigkeitsgrad, dass sie mir gerade richtig gut drückt. Scheiße. Die hat jetzt auch schon wieder den Superschlag ready. Meine Arroganz amüsiert. Ja, da trifft mich. Ah, das war's, Leute. Das war's für mich. Ich werde die Runde verlieren. Aber der macht richtig Bock zu spielen, sage ich euch. Ach, scheiße. Der ist richtig, richtig cool. Alter, den fühle ich sowas von. Ich weiß, man kann das wahrscheinlich immer gar nicht so nachvollziehen, aber das macht so einen Spaß, mit diesen Lichtschwert-Kombos zu machen. Also so ein Spiel nochmal in neuer Form, Mann. Ich will sowas nochmal. Das ist richtig cool mit Bewegungssteuerung. Klar, es ist manchmal auch so ein bisschen hakelig und... Nein, runter. Yes, ganz knapp. Eine Sis. Nutze deine Aggression. Nutze die dunkle Seite, Ventress. Ah, ich fühle das, den Lehrer. Muss das Lehrer sein. Okay, jetzt nochmal den Machtblitz. Oh Mann, das trifft einfach nicht so, wie ich das möchte. Ihr seht müde aus. Ja, der macht mir zum Boss. Ich dachte, der macht mir zum Sieg, aber gut, dann halt das Lichtschwert zum Sieg. Wie ich sehe, habt ihr mich nicht in allem unterrichtet, was ihr wisst. Ich kann auch ein ganz gutes Barbecue. Deine Jedi-Kräfte sind allerhöchstens rudimentär. Okay, dann versuchen wir uns nochmal an Ventress. Der Jedi-Rat wird bald ein Mitglied weniger haben. Oh, cool. Und seit Skywalker entwischt. Heute wird das nicht passieren. Einfach gegen Kid Fisto. Wie geil ist das denn, Mann? Sith-Hexe, eure Worte sind die Bitte. Der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir können ja mit ihr auch irgendwie unser Lichtschwert so zusammenstecken. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber bis jetzt ist sie ganz cool, aber ich komme noch nicht so ganz gut drauf klar. Wie der grinst, Alter. Der scheiß Kid Fisto, dem gefällt das sogar noch. Ach, immer am Grinsen, der olle Kid Fisto. Haben sie richtig gut getroffen, ey. Da gibt's auch dieses geile... Ach, Mist. Dieses geile Bild in Episode... Ach, komm schon, in Episode 2. Da weicht doch nur aus gerade. Jetzt hau ihn. Jawohl, das war richtig gut. Wo der so geil am Grinsen ist. Oh, der hat seine Super-Kombo. Aufgepasst, Leute. Wir dürfen uns nicht treffen lassen, im besten Fall. Aber wir haben ja auch anscheinend nur ein 3-Minuten-Limit. Dann müssen wir auch... Oh, komm. So ein bisschen schauen. Dass wir das innerhalb von 3 Minuten natürlich auch schaffen. Wir dürfen wahrscheinlich nicht verlieren. Weil ein Kampf dauert auf jeden Fall länger als 1 Minute. Was machen wir denn eigentlich hier? Ach, hier ist das! Ah! Die hat keinen Machtschub, die hat hier... oder hat sie das doch? Was war denn das gerade für eine Attacke, die ich gemacht habe?
Also sie kann auf jeden Fall das Doppelklingenschwert einfahren und machen. Ich brauch mehr Zeit, Leute. Ich schaff das niemals. Mein Gott. Nautolana Abschaum, jawohl. Ich komme nicht mal ins Bam! Alter, ich brauch unbedingt mehr Zeit. Ich schaff das niemals in der kurzen Zeit. Boah! Den hab ich so weggefinisht. Euer Sieg ist flüchtig, Hexe. Die Jedi sind stärker, als euren Meistern bewusst ist. Schlampig, Nautolana. Schlampig. Aber das ist cool, dass sie da alle so einzelne Sprüche haben für. Ich werde die Galaxis von euresgleichen befreien, Jedi Abschaum. Eure Fähigkeiten sind aber nicht gerade bereit. Das ist geil, wie die Klone hier einfach weiterarbeiten, ne, im Hintergrund. Ein bisschen Republikan erledigen. Das Leben ist ein Traum. Euren Verleih. Hör doch auf, nur auszuweichen, Kid Fisto. Also ich schaff das Wasserbomber. Als ob es ein super Special Wasserbomber ist. Ich schaff das nie und nimmer, wenn er immer nur ausweicht, der Hund. Ich bin die Waffe, die euch vernichtet. Ja, jetzt kriegt er aber gut Schaden. Das war gut. Okay, der Kampfstil, also der von Ventress gefällt mir nicht. Der hat nicht genug Reichweite irgendwie. Das Obi-Wan einfach geiler und Obi-Wan einfach geiler und Obi-Wan. Und Count Dooku einfach geiler. Ja, Obi-Wan und Obi-Wan. Jetzt bin ich gerade so fokussiert auf dieses Ding, ey. Nee, Obi-Wan und Count Dooku bis jetzt die geilsten Kämpfer. Ventress gefällt mir nicht so sehr. Muss ich sagen. Also ist ganz cool, auf jeden Fall. Macht auch Spaß, sie zu spielen. Aber, also von den Kombos und von diesen Angriffen und so ist einfach. Jetzt nochmal den, ja, cool. Angriff des Exakun. Wegen dem Doppelkling. Ach, das ist ja mega! Angriff des Exakun, natürlich wegen dem Doppelklingenlichtschwert. Leute, das ist ja mal cool. Das ist ja super cool. Ich komme nicht mal ins Schwitzen. Yes! Ihr kämpft mit der wilden Brutalität der Sith. Es gibt keinen Ausweg. Wow. Ich werde euch vernichten. Geil. Das war ja mega geil. Okay, alles klar. Damit würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, die Antwort auf die Frage des Tages ist heute natürlich Senator Palpatine, beziehungsweise der, ne, Palpatine, wie auch immer, der Imperator. Und damit war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.